Dieses alte Schloss in Frickenhausen hält einige Überraschungen bereit. Die Zimmerleute wollen sich erstmals seine Deckenbalken anschauen. Für die Eigentümer Sebastian Heinzelmann und Anna Kern ein spannender Moment. Und wie schaut es aus da hinten? Auch ein Fäulnis schaut da. Fäulnis hat die Balkenenden zerfressen. Weil der liegt ja kaum mehr auf. Sie haben kaum noch Kontakt zur Wand. Und der hat noch weniger Auflagefläche wie der. Und was bedeutet das? Schlimmstenfalls könnte natürlich irgendwann das auseinanderrücken und dann diese nördliche Wand abgehen bzw. die Decke runterbrechen. Und in den anderen Räumen? Sieht es nicht besser aus. Habt ihr das eigentlich alles gewusst, als ihr das gekauft habt? Nein. Obwohl wir auch Architekten sind und wahrscheinlich mit einem anderen Blick in so ein Haus reingehen. Aber diese Art von statischer Verformung haben wir nicht mal geahnt, ehrlich gesagt. Als die beiden das Schloss vor 2 Jahren gekauft haben, sahen sie vor allem seinen romantischen Charme. Damals lag es noch unter dichtem Efeu, wie in einem Dornröschenschlaf. Mein Vater ist Kreisheimatpfleger und ich bin mit meinem Vater hier schon ein paar Mal vorbeigefahren und wir haben immer so drumherum geschaut und reingeguckt in den Garten und fanden das hier immer schon so einen mystischen Ort. Seit mehr als 500 Jahren thront das Föhlin-Schloss über dem Ortskern von Frickenhausen. Die Memminger Patrizierfamilie Föhlin hat es um 1500 erbaut. Später war das Anwesen dann Amtssitz und Pfarrschlössle, bis es 1950 in Privatbesitz überging. Und dann ist aber so passiert, dass das Gebäude dann leer stand. Und dann kam tatsächlich der Bürgermeister auf uns zu und hat irgendwie direkt an uns gedacht, komischerweise. Und dann sind wir hier reingekommen. Und für mich war irgendwie klar, okay, wenn die Möglichkeit da ist, dann müssen wir das unbedingt machen. Anna und Basti haben gemeinsam mit Annas Vater ein Architekturbüro, das sich auf die Sanierung von Altbauten spezialisiert hat. Das Schlösschen wollen sie aber für sich selber herrichten und dabei all ihr Wissen über den Umgang mit historischen Baumaterialien einbringen. Denn was die beiden besonders begeistert, vieles hier befindet sich noch im Originalzustand. Zum Beispiel im ersten Stock der Putz und die mittelalterliche Bohlenständerwand. Von den Zimmern geht's weiter in die Ecktürme. Wofür die wohl früher genutzt wurden? Also das Haus wurde erbaut als mittelalterlicher Wohnturm mit einem ganz wehrhaften Charakter. Diese Schießscharten sind eben noch da und die Streifen ins Feld sozusagen. Also ich hatte von hier aus wirklich die Möglichkeit, dieses Haus zu verteidigen. Und auch jetzt müssen Basti und Anna ihr Haus verteidigen. Ein Bohrbagger muss eine alte Betonwanne direkt an der Südfassade aufbrechen. Ob die Wand das aushält? Der Bohrer lässt den Boden erzittern. Und an der Fassade erkennt Anna neue Risse. Also ich habe Sorge wegen der Erschütterungen in die Südwand, weil die sowieso schon 25 cm sich nach außen wölbt. Deswegen müssen wir das jetzt gut beobachten und er muss sehr vorsichtig immer. Nicht, dass innen die Balkendecke doch herunterbricht. Geschafft. Guter, vorsichtiger Baggerfahrer. Super. Weiter geht's im zweiten Stock. Also hier ist jetzt unser Wohngeschoss. Hier hat auch der Vorbesitzer gewohnt. Und man sieht hier ganz deutlich, dass es im Barock einmal ausgebaut wurde. Das sieht man an diesen Türzargen. Und das ist eben auch das Geschoss, was eine hohe Geschosshöhe hat, große Fensteröffnungen und auch eine schöne Helligkeit. Und als Wohngeschoss für uns eigentlich ideal. Viele Denkmäler sind ja auch im 19. Jahrhundert oder vor allen Dingen auch im 20. Jahrhundert zu Wohnzwecken saniert worden. Und das hat meistens sogar die größten Schäden verursacht. Und diese Phase ist hier ausgeblieben. Und genau deshalb wollen die beiden bei der Restaurierung ganz behutsam vorgehen. Vorsichtig schneiden die Zimmerer die morschen Stellen des ersten Deckenbalkens weg. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Der allererste. Aber auch der schlechteste hoffentlich. Und wie schaut's aus? Es reicht noch nicht.
Muss nur was weg, das oder? Gut, dass der Ersatz schon bereit liegt. Die dicken Fichtenstämme haben Anna und Basti vorigen Winter gemeinsam ausgesucht und bei Vollmond schlagen lassen, damit sie genauso lang halten wie die aus dem Mittelalter. Ich muss das auch dokumentieren. Unseren ersten 30x30 Balken, der stand vor einem Jahr noch im Wald. Das finde ich jetzt schon toll. Was aber befindet sich noch weiter oben im Schloss? Das ist die Diele hier. Das ist eigentlich nur ein Vorraum vom Festsaal mit zwei ganz normalen Schränken. Und hinter dem einen Schrank versteckt sich aber eine ganz vornehme Einrichtung. Und zwar das Plumpsklo. Vom dritten Obergeschoss bis nach unten wurde im Barock hier eingebaut. Und davor, im Mittelalter, glaube ich, mussten die noch in die Büsche gehen. Jetzt sind wir hier im barocken Festsaal. Um 1760 hat man den Wunsch verspürt, hier etwas mehr Glanz und Gloria reinzubringen. Das ist aber der einzige Raum im ganzen Haus, der in so einer Qualität tatsächlich da ist. Also diese Räume hier oben, die werden einzig saniert. Wir machen hier keine Einbauten oder Sonstiges. Und zu ganz besonderen Anlässen kann man den Raum dann auch mal nutzen. Zum Beispiel am Tag des offenen Denkmals der Öffentlichkeit zeigen. Oder dem Gemeinderat, der gerade eine erste Führung bekommt. Der Bürgermeister von Frickenhausen ist heilfroh, dass das junge Paar das Schloss gekauft hat. Für uns als Gemeinde ist es ein großer Vorteil, dass hier jemand gekommen ist, der die entsprechende Kenntnis hat. Und für uns als Gemeinde wäre das nie schulterbar gewesen, aus finanziellen Gründen hier so ein Objekt anzupacken und auch wieder herzurichten. So wie ihm geht es vielen Bürgermeistern in Bayern mit historischen Baudenkmälern. Es braucht jemanden, der bereit ist, viel Geld und Arbeit zu investieren. Anna und Basti wollen darüber hinaus das Schloss teilweise der Öffentlichkeit zugänglich machen. So darf der Gemeinderat in Zukunft eines der Tonnengewölbe für Sitzungen oder feierliche Anlässe nutzen. Noch braucht es allerdings viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Kontrollgang mit dem beauftragten Statiker Matthias Jagfeld. Er befürchtet, dass trotz der neuen Betoneinbauten zur Stabilisierung das Gebäude immer noch in Bewegung ist. Und wir sehen hier die Risse. Hier. Sie sehen da den Riss, der hier hochgeht, dann ins Mauerwerk reinzackelt, vom Fenster runter. Und da sehen Sie auch die. Eigentlich ein Wunder, dass da die beiden nicht den Mut verlieren. Sie glauben fest daran, dass ihr Finanzierungsplan aufgeht, der auch öffentliche Förderung einplant. Und es sind vor allem die vielen schönen Überraschungen, die ihnen die Kraft geben, weiterzumachen. Das war das Highlight an den ersten Tagen, als wir hier den ganzen Efeu freigeschnitten haben, dass hier eine Dachterrasse zum Vorschein kam. Die war komplett überwuchert. Und wir freuen uns schon drauf, wenn wir hier oben natürlich dann die Sonne genießen können. Und dann sind da noch andere Visionen. Dass hier im Ortsteil Frickenhausen eben auch wieder eine richtige Dorfmitte entsteht und dass sich auch andere Leute trauen, alte Höfe zu kaufen, sich an die Sanierung hintrauen und dann das restliche Umfeld vom Dorf auch weiter belebt wird. Bis dahin liegen aber noch mindestens 2 Jahre Arbeit vor Ihnen. Die Sanierung hat gerade erst begonnen.